Oder? Tyler, hä? Wenn er nicht gut wäre, dann würden wir das nicht machen. Das ist eher so. Ich sage auch immer zum Spaß, wenn unsere beiden Torhüter ausfallen würden, würde ich sofort das Zeug. Würdest du machen? Sofort. Ich wäre der Erste. Da war es dann, da hatte ich dann gefühlt auf einmal eine Woche lang mit, nicht jeden Bundesliga-Verein, aber mit vielen Bundesliga-Vereinen, Telefonate, ey, bist du gekommen? Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur nächsten Folge Sommertour. Diesmal sind wir bei Lukas Hutecek in Lemgo und er hat uns, bevor wir so richtig reingegangen sind, zu einem Tennismatch eingeladen. Und zwar in der Vorbereitung hat Florian Kehrmann seinen Mannen mal aufs Parkett geschickt. Genau, auf Sand. Man hat auf Sand gespielt, das hat man auch gesehen. Lukas Hutecek hatte eine gute Rückhand, hat das gut dominiert und hat dieses Turnier ja dann auch am Ende gewonnen. Und danach durften wir eine Runde mit ihm quatschen. Und das war toll. Ey, wir werden immer besser in diesem Intro drehen, finde ich. Findest du nicht? Was? Findest du nicht, dass wir immer besser werden? In diesem Intro-Dreh? Ja, langsam kommen wir, ne? Langsam kommen wir richtig gut rein, finde ich. Langsam flowen wir. Ja. Wie der Ball von Hutecek. Mach an das Ding. Guck mal, das ist deutsches Kulturgut. Das ist Tennisclub Blau-Weiß Lemgo. Wollen wir so ein kultiges Foto machen, so einmal so, weil ihr so davor steht? Und los. Da war die Kamera aber ganz schön dreckig. Der hätte es den mal gebraucht, ne? Genau, der hätte einmal kurz mit dem Fettfinger einmal rübergehen müssen. Ja. Naja. Wem gehört das Bike hier vorne? Es sind drei mit Fahrrad. Das ist das vom Kehrmann, oder? Ja, kommt auf jeden Fall. Meinst du, ich darf mich mal draufsetzen? Also ich hätte wirklich gesagt, das ist das vom Teilinger. Ja. Wollen wir mal irgendwie das... Aber der Pop ist eigentlich zu groß für die kleinen Sattel hier. Ja, das ist stark. Servus! Servus! Servus sagt man nicht, moin sagt man. Hier noch. Oh, der müsste, den rettet er gut. Oh, den macht der Kehrmann schlau. Oh nee, was ist das für ein Match? Spiel. Den Sicherheitsschlag und bam. Und rüber. Zack. Boah, was ist das für ein Spiel? Nein, da verkackt er den so. Das glaube ich nicht. Direkt mit ab. Also, sich tschüss, ne? Meine. Das sind mal Ausdrucksweisen hier, die ich so nicht hören will, ne? Nee, das ist wie. Das ist wie von der Bank. Ja. Da waren aber einige Kraftfahrzeuge gerade dabei, also, ne? Ja. Die zeigen wir auch nicht. Ich hoffe, dass ich da die Treppen runterkomme. Ich habe bei Mimi Kraus, trainiert, ey. Nein. Mimi Kraus hat trainiert und du bist mitgelaufen. Ja. Grüße dich. Ja, wir haben ja gestern da vorgestern mit dem Kraus trainiert, bei Mimi Kraus. Und ich habe mich zu so einer Crossfit-Einheit mit ihm hinreiten lassen. Ich habe wirklich den Himmel gesehen. Danach ging nichts mehr. Immer auf den Teilinger. Oh. Krieg ja nie einen Ball. Angst vor mir. Ich guck mal. Ja, du noch einen hast, guck dir diese Waden an. Das sind die stärksten Waden Lemgos, wirklich. Jetzt vorbei. Hat der Teilinger schön ins Ausgeschossen. Ne? Hey. Ein wunderschön. Sicherlich. Klar. Hey, grüß dich. Grüß dich, mein Lieber. Alles gut? Danke, bei euch. Alles oh, kommt hier rüber. Oh, Trikot. Grüß dich. Hey. Grüß dich, Sabi. Alles gut? Das sah aber schwer stark aus hier gerade. Naja, geht. Ich muss sagen, die Qualität allgemein ist nicht so gut. Bis jetzt. Wenn der Teilinger nicht da gewesen wäre. Da kommt er. Der Tommy Haas des Handballs. Servus, ja, Grüße. Hey. Er ist der beste Tennis-Soccer hier. Bobby, glaube ich. Bobby ist schon echt gut. Ja? Bobby. Auf die jetzt hier? Dann ja, sagen, okay, Lennart. Ja. Lennart ist schon. Ja, Lennart und Flo, aber das sagen wir nicht. Nee. Von den Spielern. Flo konnte nicht fest. Flo, gerade gesehen? 2-0. Er kann doch nicht so gut mit der. Und? Kann doch nicht so gut aufstehen. Ja, sagt er. Ja. Das haben wir übrigens im Vorfeld gesagt. Wir haben uns gefragt, ist der Kehrmann gut? Da dachten wir, ja, der ist schon gut. Und wenn er dann nicht gewinnt, dann hat er Schulter. Ja, genau, so haben wir es uns vorgestellt. Wenn er nicht gut wäre, wären wir und nicht dann hier. Ist es hier noch ja, wahrscheinlich wirklich. Wahrscheinlich wirklich. Ja, oder? Tyler, hey, wenn er nicht gut wäre, dann würden wir das nicht machen. Das ist eher so. Aber wie läuft das jetzt hier, die Vorbereitung? Ich gestern erst beim 2-1 eingewechselt, als du schon geführt hast beim Fußball. Ich habe gehört, ihr habt gewonnen. Ja. Du das erste Mal in deiner gesamten Karriere hier? Ja. Das erste Mal Fußball? Nein.
In der Woche. In der Woche habe ich viel verloren, aber. Wie ist das neue Team Jo aufgestellt? Schwach. Wirklich, ne? Unsere zwei Kieler Jungs, die sind nicht so laufstark. Die sind ein bisschen faul, würde ich sagen, im Fußball. Die kommen noch nicht ganz klar mit der Intensität. Aber viel Körper auch, ja. Ja? Aber zum Glück wählen wir ja normalerweise. Ihr wählt? Ja, wir wählen vor jedem Training. Das ist aber nicht üblich. Ja, normal ist immer jung, Alter. Und wer steht immer zum Schluss noch da? Kola. Normalerweise. Mit Abstand, ja. Emil war auch immer weit hinten. Uwe auch eigentlich, Leo. Aber Connor, es kommt darauf an, in welche Halle wir spielen. Und wir haben schon noch so eine kleinere Halle. Ja, da ist Leo schon relativ gut. Ja. Größere Halle, mehr Raum ist dann nicht so. Ah, okay, das ist richtig Taktik, ne? Ja. Musst du auch. Thailand ist die ganz weit vorne. Ich aber noch ein Stück vor. Ich weiß nicht, wer muss noch mal ein Kabinenbus sein? Ich weiß nicht, brauchst du das oder ich? Ich verliere zwar öfter, aber... Wie sieht dein perfektes Kabinenfest aus, wenn du es ausgehen musst? Was machst du? Wir haben von Manuel Spät gehört, er hat mal ein Oktoberfest gemacht. Da warst du auch drauf. Ja, das war geil. Das war eins der schönsten, vielleicht einer der schönsten Tage meines Lebens. Schön alle mit Trachten und sowas. Und dann haben wir die Kabine auseinandergenommen. Am besten schon 11 Uhr vormittags. Mit Biergarnitur in der Kabine. Ja, weißt du, unfassbar. Ich weiß noch, irgendjemand ist auch komplett in die Bar gefallen, weil das so voll war. Irgendwer. Wer? Ja. Wenn ihr keinen Namen habt, plötzlich war die Bar. Aber wir freuen uns auf jeden Fall auf einen richtig guten Tag. Wir holen dich ab. Sicher, ja. Wenn du hier durchgezockt hast, wir würden dich gerne gleich nochmal, für ein Match würde ich gerne nochmal verkabeln. Ja, wir haben jetzt das Finale, glaube ich. Ja. Bist du im Finale? Ja, ich glaube ich und Sammy gegen Bobby und Lebe. Spielen Platz 5 nur Teile. Ja, jawohl. Hä? Ich habe seit gestern 70 Minuten abgerissen. Da geht gar nichts mehr. In der Innenverteidigung hinten? Links. Links? Linksverteidigung. Weißt du, LV. Auch immer hier vorbeigelaufen. Kurze, schnelle Sprints, ja. Ne? Ja, das sind die kurzen Muskeln, hat der Kraus mir alles erklärt. Wirklich, wenn du gut bist. Wenn du gute Waden hast und so, musst du schnell. Hab ich. Das ist schnell. Guck dir diese Waden an, Alter. Da geht alles. Sammy, auf geht's. Hol mal. Komm, ich hab Bock auf Finale, Mann. Na, eigentlich startet man andere Seite, Bobby. Und so fangt man. Bravo, Sammy. So ist es. Oh. So, geh mal, Breakpass. Gib ihm, Alter. Gib ihm. Du. Stop. Die nehmen wir. 1-0, gib ihm. Ja. Oi, du. Peter, der Mann. Alter, ist krank. Sammy macht alles weg vorne. Sammy, Alter. So ist es. Komm, Alter. Ja, mach dies, Alter. Ja, dann hol den Zeit. Komm. Ich schwör. Auf. Sammy. Yes, Mann. Komm, so aber wir müssen auf die Knie und dann. Nein. Nicht im Sand, ne? Nur bei mir. Wo ist das? Ja, warte, ich hab für du da uns. Hey, stark, Fabs. Willst du noch was sagen? Aus Österreich. Ja, geworden. Danke. Okay. Hey, wir haben geil. Siegerfoto, oder? Wen ich richtig gut fand, war Bobby Schagen. Der hatte leider nur mit Leve Carstensen nicht den besten. Ja, der war aber auch im Trash-Talk gut. Ne? Ja, war sehr gut. Der hat immer noch mal was rübergebrüllt und so. Das ist die Erfahrung. Ja. Obwohl ich finde, dass Lukas Hutecek, also da sind wirklich ja auch ein paar schlimme Worte gefallen, ne? Mhm. Auf dem Weg zum Sieg für den Hutecek. Ja, da war unter anderem war ja auch das Wort Putamate dabei. Genau, hast das du gesagt, ist ja das gute alte kroatische Schimpfwort Putamate. Genau. Ne? Das müssen wir hier piepen, ist klar. Ja. Aber da war ich wirklich da, hatte ich irgendwie Gehirnschluck auf. Übrigens, für den Bobby Schagen würde mir eine gute... Denk erstmal nach über deinen Satz. Wie wär's? Es dauert. Kommt da noch was? Soll ich das mal so ein bisschen rauskitzeln? Spitzname war das Wort, was ich sagen wollte. Ja. Sagen wir den Leuten, dass du es jetzt schon zwei, drei Mal probiert hast, oder? Ich schneide das, ja. Ja, ich weiß. Für den Bobby Schagen würde mir ein richtig guter Spitzname einfallen. Bobby Schlagen. Dafür haben wir jetzt so lange gebraucht. Und auch uns verdient gut.
Ja, hallo. Glückwunsch. Glückwunsch. Wie machen wir es jetzt nachher? Danke. Du schreibst mir, wann du fertig bist. Spaß. Und dann holen wir dich von zu Hause ab. Von zu Hause? Ja. Und dann steigst du rein bei uns in den kleinen Bumsbus. Ich merke mir einmal, wie lange das dauert. Ja, kein Stress. Wir haben Zeit. Gib mir mal das. Welches soll ich dir geben? Das süße Bild, mein guter Check. Die sind alle süß. Die sind alle süß. Warte. Und für das hier, ne? Nee, das mit dem. Das ist schon sehr süß, aber ich meine das hier. Das ist so süß. Das ist so süß. Mach ich ein oder zwei dann? Ich glaube zwei. Mach zwei, weil ich weiß nicht, wie ich fahre gleich. Wie ein Willi, oder? Wenn ich wie ein Willi fahre, dann reißen die Dinger ab, das wäre blöd. Komm, ich klebe die hier so drauf, oder? Ja, mach dran. Die Bilder hat der Bruder mir alle gegeben. Was? Hat Basti mir alle gegeben, die Bilder. Sein Bruder? Ja. Krass. Ich bin gespannt, was er sagt. Richtig gemütlicher Camper hier wird das hier gleich. Ja. Meinst du, er rechnet damit, dass wir uns so viel Mühe gegeben haben? Ich hoffe, ja. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, er wird gleich einfach nur so, er denkt, er wäre so spitze stumpf abgeholt. Ja. Boah, die Eltern waren, auf jeden Fall hatten die viel Bock auf viel Holz. In der ganzen Bude. Holz ist ein Thema gewesen. Holz war auf jeden Fall ein Thema im Hause Utecek. Aber guck mal, der steht hier schon, das hast du vorhin schon gesagt, so ein bisschen wie heute schon. Ja, der tippelt immer so, tippelt immer so auf den Füßen so ein bisschen. Geil. Ja, ist doch romantisch. Doch. Und hier, Balsam X Lukas. Schreib mal die Uhu Patafix da weg. Pater, fixiert wieder und wieder. Ja, das sieht schon gut aus. Ich bin zufrieden mit unserem Werk. Ich find's auch gut. Servus! Oh, eine wunderschönen! Reinspaziert! Komm rein, mein Lieber. Schön, dich zu sehen. Nimm Platz. Schön, euch zu sehen. Was sagst du zum Bulli? Ist schon schick, ja? Oder? Ja, mit den Lichterketten, ja, schon nicht schlecht. Da verbringen wir wirklich, wirklich jetzt die ganze Zeit. Die ganze Zeit verbringen wir hier. Wir pennen hier und der pennt hier oben. Da kann man so ein Dach oben ausfahren. Ja. Lorenz und ich pennen hier, wenn wir das so ausgefahren haben. Wirklich. Jetzt. Und, wie schläft sich? Mit den Füßen von Lorenz im Gesicht gar nicht so gut, ehrlich gesagt. Aber das ist schon okay. Wir haben so ein paar Bilder rausgesucht. Wahnsinn, woher habt ihr die? Ja, Lennart hat sie recherchiert. Ja? Hat dich keiner vorgewarnt? Nee. Hat keiner was gesagt? Ja, dann darfst du dich heute auf einen ganz besonderen Nachmittag vorbereiten, mein Freund. Ja, er hat da so ein paar Leute angerufen und so, dein Bruder. Und sind alle von Mama auch abgesegnet. Ja? Ja. Okay, na perfekt. Mama hat gesagt, die dürfen veröffentlicht werden. Okay, na dann. Was du sagst, ist egal. Ja, aber Mama hat gesagt, das ist richtig. Ja, ist kein Problem. Was sagst du denn? Fällt dir irgendwas zu den Geschichten, also irgendwie zu den Bildern ein, wenn du das so siehst, dass da sofort irgendwie was hochkommt, ein Gedanke oder so? Ja, ganz viele Erinnerungen. Also ich glaube, man sieht auch, dass wir eine Handballer Familie sind und mein Bruder und ich eigentlich unser Leben lang auch im Wohnzimmer bei uns zu Hause. Und habt ihr schön das Tor aufgestellt und weil du der Kleinere warst, musstest du immer ins Tor wahrscheinlich, ne? Nein, es war schon fair eigentlich. Ich war schon öfter im Tor, bin auch talentierter im Tor, später auch so mit 12, 13, 14, wo wir dann schon ernsthaft Handball gespielt haben, würde ich sagen. War es auch oft so, wir konnten in meinem Heimatort in Eckenburg auch immer in die Halle. Und sind wir im Sommer oft zu zweit in die Halle gegangen und dann habe ich mich immer bei ihm ins Tor gestellt und es hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Also ich sage auch immer zum Spaß, wenn unsere beiden Torhüter ausfallen würden, würde ich sofort ins Tor gehen. Würdest du machen? Sofort. Ich wäre der Erste. Ich glaube, Flo wird mir auch vertrauen. Die Quote wäre ähnlich wie letztes Jahr gewesen. Oh. Das hast du gesagt. Vielleicht hatte ich auch mehr. Kleiner Spaß. Ja. Ne? Auch mal ausprobieren. Ja, genau. Mal Experimente wagen. Ja, cool. Aber ihr habt ja beide auch, habt es ja dann doch ganz weit geschafft. Ja, dein Bruder geht jetzt wieder in die Heimat. Zurück, ne? Ja. Nee, also es ist eigentlich schon verrückt. Wir kommen aus einem Dorf, oder einer Kleinstadt, die 3.500 Einwohner hat in Österreich, die jetzt auch nicht wirklich für Handball bekannt ist und dass dann wir beide es da rausschaffen quasi und in die große Handballwelt ist schon ziemlich verrückt eigentlich. Ja, voll, verstehe ich. Deine Eltern haben daheim auch ein bisschen auch arg mit Holz gearbeitet, sehe ich auf dem einen Bild. Ja, guck mal, da unten rechts, da war Holz in, oder? Ja, ja, wahrscheinlich, ja. Na, also, haben noch immer Parkett zu Hause, aber das ist noch das Gleiche. Nein, nicht mehr das Gleiche. Nicht mehr das Gleiche? Und jetzt spielt er auf dem großen Parkett. Hm? Ja. Guck mal, wir sind da. Ja. An deinem Wohnzimmer. Nach Wohnzimmer, ja. Wo sind wir, Lennart? Felix Kontakt Arena. Wow. Ehemaliger? Nee, stimmt gar nicht. Lipperlandhalle. Lipperlandhalle, wollte ich gerade sagen. Wer ist denn jetzt hier nicht informiert? Ja. Wir stellen uns ja aber so prominent hin, dass uns wirklich jeder sieht, oder? Finde ich toll. Alle sehen. Einfach hier so davor. Nice. Perfekt.
Kannst du ausmachen. Das Ding habe ich aber akkurat nach Hause gefahren hier, oder? Ja, du bist einmal über Rot gefahren, aber ist schon okay. Das ist wie so bei Candy Crush, wenn du so einmal den Bello da richtig reindrückst, dann zerplatzt alles. Der Mikrofon ist an. Boah, mein Stuhl. Geil. Perfekt. Unter Sommertour hätte ich mir ein bisschen was anderes vorgestellt, ne? Ja, Sommertour ist das nicht. Nee. Nicht so schön wie in Österreich. Lukas, schön, dass du da bist, ey. Was sagst du unserem Camper? Richtig cool. Ich finde, er ist echt cool geworden und schon süß. Ja, hier so mit Markise und so. Ja, wir haben alles aufgefahren. Ja, finde ich ausgefahren. Es fehlt nur der Sonnenschein. Hä? Wie war dein Sommer? Angenehm. Also wir hatten jetzt mal 4 Wochen frei. Das war eigentlich schon mal gut zum Runterkommen, zum alle Freunde, Familie mal wiedersehen. Tut schon immer gut, aber ich freue mich eigentlich auch schon wieder drauf, wenn es losgeht. Wir haben jetzt zwar jetzt nur eine Woche gehabt, Vorbereitung, dann haben wir nochmal 2 Wochen frei, wo es nochmal nach Österreich geht. Aber dann freue ich mich schon wieder, wenn es wieder ins Handballspielen geht und die Bundesliga wieder startet. Lass uns aufs Jahr zurückgucken. War ja nicht so die allereinfachste Saison. Ihr seid nicht so gut reingekommen, phasenweise dann mal auch eine Zeit lang auf 17 gewesen, weil es nicht so gut funktioniert hat. Dann aber trotzdem irgendwie wieder voll reingekämpft. Weil ich hatte auch immer so das Gefühl, dass so das Umfeld krass locker geblieben ist und nicht so ultra nervös. Irgendwie täuscht der Eindruck oder wie war das so die ganze Saison über, insbesondere auch in den Phasen, wo es vielleicht nicht so gut lief? Ja, du hast eigentlich gut gesagt. Also wir hatten nicht eine einfache Saison, haben gerade zu Beginn viele Spiele ein bisschen blöd verloren, auch nicht unsere beste Leistung gebracht. Da sind wir auch im Pokal relativ früh raus. Aber ich glaube, wir haben uns dann gut gefangen und haben einfach auch in der ganzen Rückrunde sehr guten Handball gespielt. Und wie du schon gesagt hast, hier im Verein bleiben alle immer sehr entspannt und sehr locker und sehr positiv. Und ich kann mich erinnern, wir hatten so ein ganz wichtiges Spiel in Balingen. Wenn wir da nicht gewinnen, dann schaut es wirklich scheiße aus. Ja. Also es war irgendwann Oktober, November um die Zeit, wo wir noch nicht so viele Punkte hatten. Und du hast nicht gemerkt, dass das irgendwie so ein Spiel ist, wo es um so viel geht eigentlich. Wir waren alle sehr entspannt und dann sind wir nach Balingen gefahren und haben die bestimmt 60 Minuten lang haben das Spiel locker nach Hause gefahren und alles war auf einmal wieder gut und wir haben auch wieder begonnen gut zu spielen und die Punkte kommen dann sowieso von alleine. Ob das jetzt dann auf Rang 10, 11, 9 endet, sind dann immer so diese Schnittspiele, die es entscheiden. Von denen haben wir dieses Jahr leider ein paar zu viel knapp verloren. Da hatten wir auch 3 Spiele hintereinander, die wir mit einem verlieren. Ja, stimmt. Wenn du da so ein paar Punkte mehr machst, dann war das eigentlich dann wieder eine gute Saison. Das klingt aber schon so, als ob das Vertrauen ja komplett da ist, ne? Also von Vereinsführung, Trainer, Mannschaft und so? Absolut. Also ich bin jetzt 3 Jahre hier gewesen schon, gehe jetzt in meine 4. Saison und hier ist der ganze Verein steht hinter der Mannschaft, hinter dem Trainer und ich glaube, das pusht uns dann auch nochmal mehr. Flo Kehrmann ist ja schon eine sehr prominente Person hier und ich finde das immer so, dass wenn so ein Trainer so arg verbunden ist mit dem Verein und auch emotional, aber auch was die Historie angeht, ich meine, es ist kein Trainer so lange im Amt wie eben Florian Kehrmann. Beschreibt sich das Verhältnis von ihm zur Mannschaft und was ist das überhaupt für so ein Typ? Weil ich habe immer das Gefühl, er ist so ein bisschen so der Papa der Bande, wenn man so möchte. Ja, also ich finde, Flo ist schon sehr nah an der Mannschaft. Also das war eigentlich schon immer so, seitdem ich hier bin. Er ist viel in der Kabine, spielt viel mit uns mit. Ich habe das heute gesehen, Tennis oder andere Sportarten, vor allem Fußball auch beim Warmmachen. Da ist er eigentlich oft dabei. Immer wenn es ihm körperlich ganz gut geht, macht er da schon immer mit. Und auch so, also ich finde, er macht auch so immer so ein großes Schild um uns und schützt uns da auch sehr, wenn da irgendwann mal Kritik von irgendwo kommt und setzt sich da sehr für uns ein. Und ich glaube, das schätzen alle hier. Und was Flo über die letzten Jahre mit dem Verein gemacht hat, ist schon bemerkenswert. Und ich schätze ihn auch sehr als Freund, Trainer und auch als Mensch natürlich sehr. Als Freund sogar richtig? Ich würde schon sagen, dass wir auch, wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Und ich glaube, ich kann mit Flo ankommen. Also auch wenn ich mal Probleme habe, die vielleicht nicht das Handballspiel betreffen, könnte ich zu ihm kommen und mit ihm darüber quatschen. Sagt man immer so, machst du das wirklich dann? Also ich würde schon machen, ja, wenn ich irgendwas habe, wo ich sage, hey, ich kann mit niemandem gut drüber reden, würde ich auch zu Flo gehen. Also ich hätte da kein Problem damit und ich glaube,
das zeigt auch, wie gut unsere Bindung ist. Total. Wie abhängig ist der Erfolg des TBV Lemgo von Florian Kehrmann? Das ist immer schwer zu sagen, weil man nicht weiß, wie wäre es mit einem anderen Trainer. Aber ich würde schon sagen, dass er eine große Rolle spielt, vor allem auch, glaube ich, was die Transferpolitik angeht. Ich glaube, Spieler kommen gern zum TBV, eben auch, weil Flo Trainer ist. Und ich finde, Flo schafft es eigentlich immer, fast das Beste aus der Mannschaft rauszuholen. Und auch gibt jeden Einzelnen was mit. Also schon sehr abhängig. Ich würde schon sagen, sehr abhängig, aber es kann auch jemand anderer dann irgendwann mal kommen, der das vielleicht auch so gut kann. Also es ist immer schwer zu sagen, ja, was dann immer das Beste ist, aber was Flo macht, ist schon sehr, sehr gut und deswegen ist ja auch der Verein natürlich abhängig von ihm. Lass uns auf dich schauen und da sind wir schon beim Ähnlichen. Dein Vertrag läuft 25 aus. Ich glaube, die letzten Jahre haben gezeigt, wir werden gleich noch mal ganz an den Anfang gehen, hier beim TBV Lemgo mit Jonathan Karlsbogart zum Beispiel, haben gezeigt, dass du natürlich in dieser Rolle auch gewachsen bist. Hast eine unglaublich gute Handball-Europameisterschaft gespielt. Wir haben wirklich auch nicht nur das Handballerische abgefeiert, sondern euch auch als Mannschaft. Und da war es ja schon immer, ich weiß nicht, ob nur ich das so sehe, aber schon halt maximal prägend, auch was den Erfolg angeht. Und ich kann mir doch vorstellen, wenn du so eine Handball-Europameisterschaft spielst, dass dann vielleicht mal wer sagt, ey, wir können uns sehr gut vorstellen, Lukas Hutecek auch für uns zu verpflichten. Ja, also meine Zukunft ist noch sehr, sehr offen. Also ich bin da auch eigentlich so, dass ich das alles mir mal anschauen will. Ich treffe da jetzt keine verfrühte Entscheidung. Ich kann jetzt auch nicht sagen, hey, ich bleibe beim TBV oder hey, ich gehe auf jeden Fall. Ich bin da sehr offen und schätze aber trotzdem sehr, was ich hier in Lemgo habe. Ich weiß, ich habe hier ein super Umfeld, ich habe hier eine super Truppe, mit der ich gerne arbeite, mit der ich gerne Handball spiele, mit der es mir sehr viel Spaß macht. Und ich habe eben diese Rolle, in der ich ganz viel Verantwortung habe, was mir halt eben auch sehr viel Spaß macht am Handballspielen. Um mich dazu zu bekommen, den Verein zu wechseln, muss irgendwas kommen, wo ich echt das Gefühl habe, hey, ich kann noch einen Schritt machen und ich werde dort auch gebraucht. Ja. Du hast gerade gesagt, der THW Kiel war mal dein Herzensverein. War es auf jeden Fall, jetzt ist der TBV. Nee. Hat er schnell abmoderiert, also, ne? Hat er schnell abmoderiert. War mal so, jetzt bin ich da eigentlich sehr offen. Also ja, ist nicht so, dass ich Vereine ausschließen würde oder nicht. Wie ich schon gesagt habe, für mich muss dieses Paket passen, falls ich den Verein wechseln würde. Ob das dann der THW wäre oder etwas anderes, ist da ziemlich egal. Was ja egal. Aber schon für so einen Jungen aus Österreich, der damals im Holzzimmer noch auf das Ding gebolzt hat, weißt du? Und dann mal, sollte es so kommen oder wie auch immer, alleine der Schritt jetzt schon, also bei Lemgo Bundesliga zu spielen, ist das schon riesig. Ja, für mich war immer dieses Ziel, in die Bundesliga zu kommen. Und gefühlt ist ja alles jetzt nur mehr Bonus. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich schon zufrieden bin und nicht mehr an mir arbeite. Überhaupt nicht. Nur das war so, dieser Schritt hat so ganz viel Druck, finde ich, von mir abgelassen. Jetzt spiele ich eigentlich frei auf und habe versucht, das alles zu genießen. Diese ganzen Momente, diese ganzen Erfahrungen, die ich hier machen darf. Nicht nur hier in Lemgo, auch bei der Nationalmannschaft. Versuche ich alles aufzusaugen und mein Leben lang zu behalten. Ja, voll. Ist ja, also das sind ja auch genau die Momente, wenn man das Geschenk kriegt, das machen zu dürfen. So, ne? Finde ich schon gigantisch. Also für mich gibt es nichts Schöneres, als in einem Mannschaftssport aktiv zu sein, mit einer geilen Truppe Spaß zu haben, geile Siege zu feiern, wo dann auch mal eine Heimfahrt aus Balingen, aus Stuttgart, keine Ahnung, Spaß macht und wir dann alle zusammensitzen und den Sieg ein bisschen feiern. Also gefühlt, ich war ja auch bei der EM dabei, ich weiß nicht, ob das Thema dann noch gleich kommt, aber bei der EM war es ja wirklich so, überall wo du bist, ist ja auch irgendwie Stimmung, oder? Also es ist ja überall. Also der Herburger ist in der Mixzone, ihr habt irgendeinen Sieg gefeiert, wo niemand gedacht hätte, dass ihr da gewinnt. Und der Herburger kommt in der Mixzone zu mir und sagt, jetzt wird gesoffen. So, weißt du? Und das ist ja wirklich, das ist ja überragend. Und das ist ja, ich glaube, das war dann, ohne das jetzt zu wissen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auch diese Lockerheit einfach von euch im Turnier einfach auch ein Schlüssel war, oder? Absolut. Also ich glaube, bei dieser EM sind wir sowieso auf so einer Welle geritten. Das war absurd. Ich glaube, das war wie im Rausch, habe ich das Gefühl. Da
Da hat jeder einfach gefühlt am Maximum gespielt und jeder alles gegeben. Und wir hatten jetzt auch nicht so die größten Rotation. Ja. Wir waren alle eigentlich am Ende nach der Vorrunde. Und dann kommen wir zu dem Ungarn-Spiel. Bei mir war bis 2 Stunden davor nicht klar, ob ich spiele, weil ich gegen Spanien am Knie was abbekommen habe. Mhm. Habe noch auf das MRT-Ergebnis gewartet, schauen, wie es geht. Und dann habe ich gesagt, ja komm, die Bilder waren ganz gut. Ich hatte nur so einen Bone Bruise. Die Bilder waren ganz gut. Komm, ich will unbedingt spielen. Lass uns die Ungarn schlagen. Mann, lass uns weitergehen. Und dann schlagen wir die Ungarn. Und es war alles unglaublich. Also, auch wenn man es jetzt im Nachbetracht vielleicht ein bisschen schade findet, weil eben dieses Deutschlandspiel, das wir eigentlich schon hatten. Ja. Also das war wirklich, da hat nicht viel gefehlt, 1-2 Tore. Ich bisher hab eine schittige Situation mit Juri Knorr und ja, Tobi Wagner. Stimmt. Die also gegen uns kommen und so, da, das denkst du dann im Nachhinein schon, ist sehr ärgerlich, aber ja, es war trotzdem, diese EM war grandios. Wir haben viel gefeiert, hatten viel Spaß währenddessen und danach. Also Nationalmannschaft bei uns ist sowieso immer ganz cool. Ist gut, oder? Macht Spaß. Also das glaube ich. Also ich hab wirklich bei dem Spiel gegen Deutschland, hab ich wahrscheinlich oben hab gezittert, weißt du? Und ich wusste ganz genau, das ist wäre so, weißt du, die deutschen Jungs, ich kann mir das auch wieder nur vorstellen, die sitzen zu Hause und wollen dann unbedingt weiterkommen, die wollen diesen Titel auch unbedingt drucken und so. Und ihr seid einfach so ganz entspannt gewesen und ja, habt das Ding so gespielt, weißt du? Und es lief dann einfach wie am Schnürchen. Das beschreibt das, glaube ich, eh ganz gut. Also wir haben auch gesagt, die müssen gewinnen, wir machen unser Ding, wir haben Spaß und ja, schauen wir mal, was wird. Ein ganz großer, was wird. Ich muss noch ganz, kennst du mich, ja? Hallo! Yeah. Ich will doch nicht, da sitzt wie der Mertes. Ja, hab ich auch gesehen. Wir müssen über Konstantin Mösslinger sprechen, weil die Handball-Europameisterschaft natürlich krass war. Ja. Bei der Olympia-Quali war dann eher so Pustekuchen, da war nicht, irgendwie so, war nicht so sein Moment irgendwie. Aber diese Handball-Europameisterschaft hat er ja schon dominiert. Er ist jedes Mal euer MVP geworden und so weiter. Und jetzt spielt ihr zusammen in Lemgo. Was das für ein... ihr seid ja vorhin auch eben mit dem Auto gekommen und als ihr beim Tennisplatz wart, was ist das für ein Typ? Auf was dürfen wir uns da einstellen, so als Handballfans einfach, dass so einer in der Bundesliga dann auch spielt jetzt? Ja, ist ein richtig geiler Typ. Ich kenne ihn jetzt schon sehr, sehr lange. Wir haben früher gegeneinander gespielt, schon eigentlich seit klein auf, waren dann auch gemeinsam in der Schule. Also wir kennen uns echt schon lange und auch schon sehr gut. Es freut mich sehr, dass er nach Lemgo kommt und übers Sportliche, ich glaube, ich hatte bei der EM gezeigt, wie gut er sein kann. Natürlich wird er auch sich anpassen müssen an die Bundesliga, er kommt aus der österreichischen Liga. Das ist einfach was ganz anderes. Das weiß ich, glaube ich, selber am besten, dass das schon ein großer Unterschied ist und du musst einfach in der Bundesliga jede Woche liefern und das wird er auch lernen müssen. Für ihn wird es einfach wichtig sein, dass er Konstanz in sein Spiel bringt und jede Woche seine 10-12 Bälle hält und dann wird das schon gut werden. Aber so vom Typ her ist er extrovertiert, ist gut für die Stimmung, labert viel, auch viel Blödsinn, aber labert viel. Nee, ein cooler Typ, wirklich immer auch ein Spruch auf den Lippen. Jemand, mit dem man viel Spaß haben kann, würde ich sagen. Das glaube ich. Ich habe mich gefragt, während der EM, als er so richtig abgeliefert hat, da wurde ja dann bei Handball-Leaks, glaube ich, gesagt, dass er nach Lemgo geht. Mhm. Das wurde davor gesagt, bevor das offiziell war. Wird sowas in der Kabine aufgenommen oder wie habt ihr darüber gesprochen? War das so shit oder? In der Nationalmannschaft oder? Ja, ja. Ich glaube, da wusste es jeder schon vor Handball-Leaks. Also, das ja, war... Dass das quasi so kommuniziert wird. So, ne? Das ist ja generell bei Handball-League so, dass es einfach... Ja, ich finde es eigentlich ein bisschen schade, weil oft machen sich Vereine irgendwie Gedanken, wie sie das am besten ja posten können oder gut in die Medien bringen und wenn das dann so irgendwie durch Handball-League oder keine Ahnung vorher veröffentlicht wird, ist das immer so ein bisschen so zerstört, weil du nimmst irgendwie die Spannung raus, aber ja, ist halt einfach so. Ich frage mich oft, woher kommen diese Lücken? Ja. Aber ja, es war eigentlich für uns, haben uns alle, vor allem in der Nationalmannschaft, haben sich alle für ihn gefreut, dass er auch den Schritt in die Bundesliga geschafft hat und dass er jetzt auch die Chance bekommt, in der Liga zu spielen. Und mich persönlich hat es natürlich noch mehr gefreut. Ich hatte auch Flo schon ein paar Mal vorher gesagt, hey, wie schaut's aus mit Möstl? Findest du ihn nicht gut? Oder
Und er hat gesagt, ja, oh ja, schon. Ich schaue mir noch mal ein paar Videos an und dann glaubst du, hat der Bock drauf? Und ich so, ja, sicher. 100%, der wäre ein Typ für uns. Und na, freut mich wirklich sehr, dass das geklappt hat dann. Ja, voll. Du hast deine Anfänge ja in Österreich gehabt, logisch, du kommst daher. Eggenburg ist dein Heimatverein sozusagen. Die haben ja auch ein Pub, ich habe mich mit deinem Bruder unterhalten und der hat mir erzählt, dass so selbst so ein Public Viewing in der Halle stattgefunden hat. Und das stelle ich mir schon krass vor, wenn man dann sozusagen derjenige welche ist, der aus diesem Verein kommt, aus diesem kleinen Seelendorf, 3500 Einwohner hast du gesagt, und dann wird da auf einmal so ein Event irgendwie natürlich für die österreichische Handball-Nationalmannschaft organisiert. Aber ich habe die Plakate mir schicken lassen von deinem Bruder und da steht halt auch einfach, wir gucken Lukas Hutecek und wir gucken nicht nur die österreichische Nationalmannschaft. Na, ist schon extrem cool, sowas zu sehen und ich kenne da ja auch alle, dass sie sich dann alle jetzt versammeln und mein Spiel quasi da zusammen gucken. Ja, es ist einfach richtig cool. Ich mag es eigentlich nicht so außerhalb des Spielfeldes so im Mittelpunkt zu stehen oder so, weil ich eigentlich mich als normalen Menschen sehe, genau wie die. Ja. Also auch wenn ich da mal zu Hause bin, ist mir unangenehm, wenn dann Leute zu mir kommen und Bilder machen, einfach weil ich nicht so gern im Rampenlicht stehe da. Am Spielfeld ist das was anderes, da liebe ich das und da will ich die ganze Halle hören und da will ich, dass die ganze Halle mir zusieht. Ja, und, aber das ist dann so schon richtig cool, dass da einfach meine Oma zu mir kommt und sagt, ja, mich rufen 10 Freundinnen an und die sagen, die schauen jetzt auch alle Handball wegen dir und die rufen mich an und fragen, wann das nächste Spiel ist und wann sie mir wieder zuschauen können und so. Das ist halt schon cool zu hören. Ja. Du bist ein unheimlicher Familienmensch, habe ich über dich gehört. Dein Bruder ist ja auch Handballer, ihr seid mehr oder minder zusammen ja auch nach Deutschland gegangen. Er hat in Konstanz dann gespielt, wechselt jetzt wieder zurück, haben wir eben schon gehört. Beschreib mal so ein bisschen deine Verbindung zu deinem Bruder hier. Wie tauscht ihr euch auf? Inwiefern ist er vielleicht auch ein Begleiter, wenn es um vielleicht die nächsten Schritte geht oder auch über persönliche Themen und so weiter? Weil es muss ja unheimlich eng sein, weil ihr ja so einen ähnlichen Weg gegangen seid, auch in der gesamten Jugend habt ihr ja dann auch mehr oder minder, seid zur gleichen Schule gegangen und so weiter und so fort. Ja, also unser Verhältnis ist schon sehr, sehr eng. Also ich spreche eigentlich mit meinem Bruder über alles. Also egal, ob das über Handball ist oder Privates, wir tauschen uns eigentlich so gut wie jeden, von mir aus jeden zweiten Tag aus. Telefonieren da auch oft stundenlang einfach, wenn ich koche oder er kocht, dann haben wir einfach FaceTime daneben laufen und telefonieren einfach den ganzen Tag. Ich sage auch immer, dass dadurch, dass mein Bruder 2 Jahre älter ist, war er immer mein erstes Vorbild. Mhm. Ich wollte immer so sein wie er. Ich glaube auch, dass das einer der Gründe ist, warum ich es dann geschafft habe, so gut Handball zu spielen, weil ich einfach immer mit ihm zu tun hatte und er auch immer sehr gut war und ich dann einfach mit den Eltern gespielt habe und das macht einen dann besser und mein Bruder ist eigentlich mein lebenslanger Wegbegleiter und ich glaube, das wird er immer bleiben. Also es gibt für mich wenig Menschen, die mich so gut, es gibt wenig Menschen wahrscheinlich, die mich so gut kennen wie mein Bruder mich und ja, ich schätze schon sehr unser Verhältnis. Schon, also dass er es dann auch so geschafft hat, ist natürlich überragend einfach. Oder? Aber er hat den ganz großen Schritt ja nicht gemacht. Na, das ja. Also er hat zweite Liga gespielt mit Konstanz, das war für ihn schon echt cool und es freut mich auch total, dass er sowas auch erleben durfte und da auch seine Bühne hatte, das zu zeigen. Ich glaube, er hat eine sehr, sehr schöne Handballkarriere auch bis jetzt auf jeden Fall gehabt und konzentriert sich jetzt mehr auf die Ausbildung. Aber jetzt auch mit dem grünen Abschluss in Konstanz, mit dem Meistertitel, ich bin auch riesig stolz drauf, wie er sich das so erkämpft hat und erarbeitet hat, weil für ihn war der Weg nicht immer so leicht wie für mich. Für mich kam das alles immer sehr schnell und sehr einfach gefühlt. Mein Bruder musste sich da viel mehr erarbeiten oder durchsetzen und das zeichnet mein Bruder auch aus, so immer diesen Willen und diesen Biss zu haben. Für mich war das eigentlich immer viel, kam das alles viel einfacher oder von selbst. Mhm. Und da musste mein Bruder viel mehr arbeiten, deswegen, wie ich schon gesagt habe, bin ich sehr, sehr stolz auf ihn und vor allem auf den Weg, den er gemacht hat. Ja, also bitte nicht falsch, er hat es natürlich schon geschafft, ne? Aber der Schritt in die erste Liga war es jetzt halt eben nicht. Ja, ja. Aber den Weg bist du dann gegangen.
Ihr seid zusammen aufgewachsen, ihr habt, du bist trainiert worden oder ihr trainiert, du dann auch viel, mit von deinem Papa auch trainiert worden, der dich sehr arg mitgeprägt hat und ein ganz enger Wegbegleiter war. Du hast es eben im Bulli schon erzählt. Rund 2014 seid ihr dann nach, habt ihr in die Schule gewechselt. Ja, genau sowas. Und er mir erzählt, und das finde ich so krass, wenn man überlegt, wie schnell so ein Tag vorbeigeht, halt eine Stunde nach Wien zur Schule und halt auch eine Stunde wieder zurück. Nice. Und dann halt plus Handball und so weiter und so fort. Das muss unglaublich intensiv gewesen sein. Also diese Saison, das war 2015, 16. Das war meine erste Schule. Also 2015 bin ich nach Wien in die Schule. Da war es oft so, das war so eine Sportschule. Da waren von SK Rapid Wien die Fußballer und viele Handballer auch. Und dann bin ich gefühlt um 6 Uhr aufgestanden, nach Wien gefahren. Um 9 war Training. Um 12 begann Schule ungefähr. 12 bis 14 Uhr. Bin dann eine Stunde nach Hause, war um 17.30 Uhr zu Hause. Und habe dann zweite Liga in Österreich gespielt, in Hollabrunn. Das ist so ein Ort, 20 Minuten von Eckenburg. Du warst ausgeliehen, oder? Ja, genau. Ja. Da war ich, also es war so eine Kooperation wahrscheinlich. Ja, okay. Also ich habe Jugend in Eckenburg gespielt und Männer Handball dort. Und habe dann dort am Abend trainiert und das war einfach krass, krank. Ja, krass. Ich bin dann das Jahr darauf zu den Fibers gewechselt und auch nach Wien gezogen. Dann war das alles viel einfacher, aber dieses Jahr war einfach, ich habe gefühlt am Wochenende noch in 3 Jugendmannschaften gespielt und Herrenmannschaft. Das war, ich hatte keine Zeit für nichts. Ja. 4 Spiele am Wochenende und bam. Ja. Dann lernen für Schule, das war ganz viel. Das ist total krass, aber du sagst trotzdem, dass dir das eher zugeflogen ist? Ja, trotzdem eher zugeflogen. Ja, natürlich habe ich auch sehr viel investiert und es war nicht immer leicht und es gab auch Zeiten, wo das alles zu viel war und sehr anstrengend war. Aber mir hat Handballspielen immer Spaß gemacht. Zum Beispiel das kleinste Problem war für mich, 2 Spiele an einem Tag zu spielen. Heute undenkbar. Heute undenkbar, ja. Aber damals war es alles so, ja, gern. Mega. Du hast eben schon gesagt, da waren auch einige Handballer mit dir auf der Schule und in den Elternjahren war ja zum Beispiel Mika Billig und Ivan Martinovic. Ja, ja. War da damals schon klar, okay, das werden irgendwann mal Bundesligaspieler? Ja, bei Nico war es relativ früh klar. Bei Ivan eigentlich auch. Ich habe mit Ivan auch noch bei den Fibers in der ersten Mannschaft gespielt zusammen, sind auch mal Meister geworden. Ivan war schon auch immer, der war schon mit 11, 12 sehr, sehr gut, muss ich sagen. Da haben wir auch immer so österreichische Meisterschaften gegeneinander gespielt. Und bei Ivan hast du schon gesehen, der ist schon deutlich besser als alle anderen. Nico ist dann schon zu weit entfernt für mich, ja, dafür, dass ich das wirklich sagen kann. Aber Nico war, glaube ich, auch schon sehr früh sehr, sehr gut. Habt ihr noch über seinen Wechsel zu den Rhein-Neckar-Löwen gesprochen? Ja, ich bin mit Ivan eigentlich noch immer sehr, sehr gut befreundet und tausche uns da auch aus. Ich glaube, er wollte einfach was anderes machen als Melsungen. Da hat er nicht so viel Spaß am Handballspielen gehabt. Er freut sich, glaube ich, sehr auf Sebastian Hinze als Trainer. Und schon mal alles Gute. Sehr gut, sehr gut. Ihr seid ja dann mitgewachsen, das ist der österreichische Meister. Dann habt ihr auch das erste Mal euch auch für die European League mal qualifiziert. Das war ja auch immer noch mal so ein, sicherlich auch in deiner Entwicklung noch mal so ein richtiger Schritt. Habt Benfica Lissabon geschlagen. Französische Mannschaft habe ich gerade nicht Toulouse. Mehr. Toulouse. Und seid ja dann sogar ins Achtelfinale gekommen gegen die Füchse Berlin. War das so das... Der erste Moment, wo sich dann wirklich auch deutsche Mannschaften um dich bemüht haben, dass du dann auf dieser Bühne warst? Jein, würde ich sagen. Also es gab auch schon davor viel Interesse. Wir brauchen einen Namen, komm. Ja, Flo war schon ewig interessiert an mir. Aber dann war diese Weltmeisterschaft 22 in Ägypten. Da war Nico Billig verletzt mit Kreuzbandriss und ich hatte eine Riesenrolle mit 20 Jahren. Und konnte eigentlich machen, was ich will. Ich habe 10 Würfe pro Spiel genommen und habe das auch nicht schlecht gemacht. Und da war es dann, da hatte ich dann gefühlt auf einmal eine Woche lang mit nicht jedem Bundesliga-Verein, aber mit vielen Bundesliga-Vereinen Telefonate, ey, bist du gekommen, bla bla. Aber ich war dann eigentlich sehr schnell von dem TBV Lemgo und Flo überzeugt. Ich habe mich da eigentlich am besten gefühlt und am besten die Chance gesehen, relativ schnell eine gute Rolle zu bekommen und mich am besten zu entwickeln. Vor allem auch dieser Mix aus guter Trainingsqualität,
und der guten Rolle, die ich dann bald bekommen könnte. Mhm. Die fand ich hier, das fand ich hier am besten. Mhm. Ich finde, also wenn sich das dann am Ende halt auch auszahlt, so, ne? Du hast gerade von der ganzen Arbeit dann gesprochen, die du da reingesteckt hast, und dann hast du einfach den Kontakt und dich rufen Bundesligisten an. Ja. Also das ist doch wirklich einfach crazy. Total dann bist du schon absurd. Der König im Stall. Du bist schon der König im Stall. Total absurd. Alles verrückt dann einfach. Ja. Du sitzt dann so und denkst dir, eigentlich warum geht gerade all das in Erfüllung, woran ich mein Leben lang hingearbeitet habe. Ja. Da haben sich die ganzen Bahnstunden haben sich dann gelohnt, ja, sozusagen. einer, der sich in Lemgo nicht so gut gefühlt hat, ne, weil er hat sich dann ja auch aus seinem Vertrag rausgekauft, ist dann zum Handballsportverein Hamburg gewechselt, ist Mimi Kraus. Mhm. Dem ist Lemgo ein bisschen zu klein gewesen und so weiter. Aber der war ja auch Gast in unserer, auf unserer Sommertour hier in Folge 1. Und er hat uns verraten, beziehungsweise wir haben ihn gefragt, ob er eine Frage für dich hat. Und dann sagte er, ja, frag doch den Lukas Hutecek mal, wie das denn so bei der Handball-Europameisterschaft war, als wir zusammen unterwegs waren. Und inwiefern ihm das Getränk Sambuca denn noch irgendwie in Erinnerung geblieben ist. Also erstens, ich hasse Sambuca. Ich finde Sambuca ekelhaft. Bobby Schagen bestellt das nämlich auch immer, den Scheiß. Naja, das war, da sind wir ausgeschieden an dem Mittwoch. Und ich glaube, in Köln an dem Mittwoch gibt es auch nicht so viele Clubs, die da voll sind. Waren wir gefühlt auf einmal alle Handballmannschaften im selben Club und dann irgendwann auch Mimi Kraus. Und Mimi Kraus war ganz viel bei uns am Tisch. Und war einfach ein brutal witziger Abend. Wir haben nur gesoffen, haben alles gefeiert, was die Woche davor passiert ist. Und dann geht es natürlich auch schnell nach so einer EM. Waren wir schon alle relativ voll. Ich muss sagen, ich weiß auch nicht mehr, glaube ich, alles von dem Abend, aber es war schon sehr witzig. Und da haben wir auch ein, zwei Sambuca-Shots gesoffen. War auch ganz witzig. Aber da wurde auch viel anderes getrunken. Ja. Ich habe sowieso das Gefühl, dass die Österreicher ein sehr feierwürdiges Völkchen sind, wenn ich jetzt zum Beispiel Fußball-Europameisterschaft auch sehe, wie die Jungs auch gefeiert haben im Bus. Ich erinnere mich auch noch an eure Bilder und die Songs aus den ganzen Videos. Stimmt, hier, jetzt ist nochmal das Lied, was wir die ganze Zeit auf dem Sender gesungen haben. Remember. I Surrender Myself. Surrender. Yeah. Wer ist der Initiator des Songs gewesen? Wer kannte das Lied? Oder ist das ein bekanntes österreichisches Lied? Nee, das war, wir haben gegen die Färöer Quali gespielt. Und dann waren die mit uns in Bregenz feiern, glaube ich. Das ist so geil, ich höre immer nur irgendwo feiern. Also das ist ja. Das macht euch aber dann aus, ne? Ja, anscheinend. Anscheinend macht es euch aus. Da waren wir mit den Ferraris feiern und irgendwer von uns, von denen, kauft dieses Lied und auf einmal standen alle oberkörperfrei auf den Tisch und haben das gemeinsam gesungen. Ganz komisch, ja. Und dann wurde das irgendwie auch unser Song. So, irgendwie haben wir das alle gefühlt und ich weiß gar nicht genau, wer bei uns der DJ ist, aber ich denke, irgendwer von Tobi Wagner oder Seppo Frimmel. Und haben wir dann das auch so gefühlt und haben das dann auch immer zelebriert und gesungen. Danach kam dann immer die schwarze Natascha, da war ich dann ganz vorne dabei. Aber das ist dein Song? Ja, schwarze Natascha. Da gehe ich am Tisch. Aber in der klassischen Version oder diese Ballermann-Version? Die Ballermann-Version. Wenn wir nochmal so ganz nach vorne gucken. Du hast irgendwann mal in einem Interview, was ich von dir gelesen habe, zusammen mit deinem Bruder, da warst du noch sehr jung, da musst du so 19, 20 gewesen sein. Da stand in einem Satz drin, Champions League wäre schon schön. Mhm. Ja. Wäre schon schön mal, ja. Aber ich glaube, es ist nicht mehr so sehr ein Muss, wie es damals war. Hat sich gedreht. Würde ich schon sagen. Ich glaube, ich schätze jetzt andere Dinge mehr. Ich schätze jetzt viel mehr so Mannschaftsklima, Rolle in der Mannschaft, schätze ich, glaube ich, viel mehr, als ich es damals geschätzt habe. Also ich würde jetzt nicht zu einem Champions League-Verein gehen, um auf der Bank zu sitzen. Nur um mal Champions League gespielt zu haben. Ja. So sehe ich das jetzt. Glaubst du, das geht jungen Spielern? Wie zum Beispiel, ich denke so ein bisschen, irgendwie, als ich diesen Satz gelesen habe, Champions League wäre schon schön und jetzt dir zugehört habe, ne, dieser Twist in diesem Mindset, wenn ich jetzt zum Beispiel an den Julian Köster denke, wenn ich an den Renas Uschins denke, okay, die spielen European League, aber die könnten ja auch in dem jungen Alter, die sind ja
jetzt nicht viel älter, viel jünger als du, sondern es ist ja so deine Garde, so dein komm aus deinem Altershorizont. Die haben sich ja auch eher für Gummersbach entschieden, für Hannover entschieden. Kann man das in irgendeiner Art und Weise vergleichen? Ist da so ein Switch in den Gedankengängen und in dem Wertekonstrukt vielleicht auch für Erfolg und die persönliche Entwicklung vielleicht irgendwie, der vonstatten geht? Weil, erinnern wir uns an einen Marian Michalczyk, der total früh nach Berlin gewechselt ist zum Beispiel. Das ist jetzt nur ein Beispiel, es gibt sicherlich noch mehr. Ja, ich glaube, viele wollen jetzt einfach, du sprichst da an Julian Köster, Rainer Suschins, ich glaube, die wollen alle bei ihren Vereinen noch was erreichen. Und ich glaube, die merken auch, dass sie da noch nicht am Limit sind. Und ich glaube, ich finde das auch eigentlich ganz gut, dass die das so machen wollen. Und wenn ich da über Köster spreche, Gummersbach wird mehr und mehr und mehr, das merkt man, die sind einfach am Kommen. Und ich finde es dann auch geil, dass der sagt, hey, nein, ich gehe nicht zum THW, ich spiele noch in Gummersbach und schaue mir das noch 2 Jahre an oder 3 Jahre, keine Ahnung, wie lange er jetzt Vertrag hat. Und schaue, dass ich mit Gummersbach das schaffe. Mhm. Und wenn wir das nicht schaffen und ich das Gefühl habe, wir schaffen es auch nicht in Zukunft, dann kann er noch immer zum überall anders hingehen. Ja. Aber finde ich eigentlich eine geile Einstellung. Und warum das so ist, schwer zu sagen. Ich glaube, ich finde es so total auffällig, ne? Dass es sich so ein bisschen gedreht hat. Ich habe eigentlich auch noch nie darüber so nachgedacht, wie andere das so machen oder so. Aber es muss ja dann auch irgendwie oft so alles zusammenpassen. Der Vertrag muss gut auslaufen, bist du so. Und beim Topverein müssen die jemanden brauchen. Das sind auch so viele Faktoren, die da zusammenspielen. Ich kann es jetzt auch nicht sagen, wie es bei denen war. Aber ich finde es eigentlich geil, dass die das auch so machen und sich sagen, hey, ne, wir versuchen nochmal da was zu machen, bevor sie den nächsten Schritt gehen. Was du damit willst? Ja, du hast dann ja gesagt, dass du Konstantin Möstl dem Flo auch mal vorgeschlagen hast. Mhm. Gab es da noch ein paar andere Spieler, die du schon mal so angestupst hast? Ja, wir reden schon immer wieder über Spieler. Ich sage ihm, wenn ich ihn gut finde, wenn wir zum Beispiel auf einer Position ihn brauchen, ist jetzt nicht so, dass ich zu ihm hingehe und sage, hey, denkst nicht, wir sollten den und den holen. Ja. So ist das auch nicht. Ja. Das ist einfach, wenn ich weiß, okay, da wird uns jemand verlassen, da brauchen wir wen. Und ich weiß, wir haben da noch niemand anderen, da reden wir da schon ab und zu drüber. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da viel sage, hey, hol meine Freunde. Ja, klar. Aber kommt Flo dann auch quasi, wenn er eine Idee hat mal und sich so denkt, so, boah, vielleicht mal, auf dich als Führungsspieler zu und frag mal? Ich glaube, dass das zum Beispiel mit Konsti so ein besonderer Fall war, weil er weiß, dass ich Konsti sehr gut kenne. Ja, ja. Also wenn es Spieler sind, die ich gut kenne, zum Beispiel jemand aus der österreichischen Nationalmannschaft, würde mich sicher fragen, was ich davon halte. Ja. Sonst machst du das schon selber. Weil es natürlich schon eigentlich spannend ist, den Kader oder auch Führungspersönlichkeiten des Vereins dann so mit einzubeziehen. Ne? Wenn du irgendwie an den Spieler denkst, Und denkst du, oh, guck mal, könnte der hier reinpassen? Was denkst du? Ja, also ich glaube, Flo hat auch sehr viel Vertrauen in sich selber und ich glaube, das zeigen auch seine ganzen Transfers, die er gemacht hat oder auch natürlich Jörg Zeike, den wir da auch nennen müssen, der eigentlich dafür verantwortlich ist. Mit Flo machen die das natürlich sehr viel gemeinsam. Ich glaube, die machen das eigentlich ganz gut und die brauchen da auch nicht viel Hilfe von uns. Wenn jemand jemanden kennt, der interessant ist, glaube ich, wird eigentlich immer gefragt. Ich will nochmal auf eine Personalie zurückschauen und nochmal auf deine Anfänge wirklich gucken. Hier beim TBV. Du kamst nach Lemgo. Du hattest bei weitem noch nicht die Rolle, die du jetzt hast, weil ein gewisser zum Beispiel Jonathan Karlsbogart noch hier war. Was konntest du von ihm lernen? Weil du warst ja schon in seinem Schatten erstmal und bist dann sozusagen da ja peu à peu rausgewachsen und warst dann auf einmal da, als er dann zu Barcelona gewechselt ist. Ja, Jonathan, einfach auch ein super lieber Kerl, ein super Typ, so nett. Also der hat mir auch vor allem am Anfang ganz viel geholfen, mich hier in der Mannschaft einzufinden. Ja, wir haben im selben Haus gewohnt damals, sind oft gemeinsam zum Training. Also dem habe ich natürlich auch viel zu verdanken. Einfach auch mit ihm zu trainieren, von ihm zu lernen, wie man sich verhält, was man machen muss, was man an seinem Körper arbeiten muss, wie man an seinem Körper arbeiten muss. Da
da haben wir schon ganz viel von Jonathan abgeschaut. Wir sind jetzt zwar nicht, wir sind nicht so ähnlich, würde ich sagen, in unserem Spiel, weil er eben deutlich wurfgewaltiger ist als ich. Ich dafür vielleicht mehr oder vielleicht ein bisschen besser meine Mitspieler einsetzt. Aber es hat unglaublich viel Spaß mit ihm zu spielen. Er hat einfach so viele Leute an sich gezogen. Er war immer so viel Platz, wenn du mit Jonathan gespielt hast. Und er hat auch nicht viel gebraucht, um torgefährlich zu sein. Also ich habe es sehr genossen, mit ihm zu spielen und auch von ihm zu lernen. Aber auch in der die Kabine mit ihm zu sein. Also das ist, glaube ich, das, was bei Jonathan für mich am meisten hervorsticht. Der Mensch dahinter. Ja, krass. Wie war das zu Hause oder in dem gleichen Haus? Durch gegenseitig, ich habe gehört, du sollst eine fantastische Lachspasta können. Hast du ihn denn da mal auch eingeladen? Oder stimmt das überhaupt? Oder war das Ironie? Ja. Nein, weiß ich jetzt gar nicht. Das stimmt. Ja? Das stimmt. Ich koche generell, würde ich sagen, nicht schlecht. Also nächstes Mal hast du ihn eingeladen. Nee, also ich war schon ein, zweimal bei er und seiner Jetzt-Frau eingeladen zum Essen. Sonst waren wir ab und zu nur mal gemeinsam essen. Aber ja, ist nicht so auch so großartig, dass wir oft das gemacht haben. Dadurch, dass er eben mehr eine Frau hat, war das oft so, dass er dann. Ja, klar. Und ich alleine. Hattest du Angst? Nein. Kommst gleich auf den Arm. Alles gut. Hattest du Angst, als dann klar wurde, er geht, Bjarki Mailisson geht, das waren ja schon zwei große Spieler, hattest du Angst, dass der TBV irgendwie auseinanderbricht? Nein, ich habe mich eigentlich gefreut auf die gut, Verantwortung. Dass wechselt. Das nicht, aber auf die Verantwortung, die frei wird. Ja. Es ist immer so, wenn solche Führungsspieler den Verein verlassen, entweder kommen neue Spieler und finden in diese Rolle oder halt eben andere Spieler wachsen in diese Rolle und irgendjemand muss die Verantwortung haben. Ja. Und deswegen habe ich das eigentlich eher als Chance gesehen, für mich das zu nutzen. Schön, dass du mitdenkst, danke. Ja, das zu nutzen und diese Chance, die ich bekomme, das Vertrauen, das ich bekomme, zurückzuzahlen. Und ich glaube, das hat halbwegs gut funktioniert. Total. Überragend. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und wir fahren dich jetzt nochmal nach Hause. Ich sage. Ja. Wir machen noch zwei Bilder hier vom Camper. Ich sag's, wie es ist. Meine persönliche Einschätzung ist völlig losgelöst von dem, was er auch gesagt hat. Völlig losgelöst von der Erde schwebt. Alter, der Camping macht doch dumm. Schwebt der gute Jake und jetzt bist du. Ich glaube zumindest, dass er in den nächsten 2-3 Jahren auf jeden Fall nochmal bei einem Club spielt, der eine Nummer größer ist als der TBV. Ja, auch gerade mit dem Mindset-Wechsel quasi, dass er auch das Spiel an sich und die Rollen einfach mehr achtet. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Weg. Ja. Aber wenn ihm das angeboten wird bei einem Top-Club und das passt, dann glaube ich, dass er den Schritt gehen wird. Weil er kann es auf jeden Fall. Ich fand ihn ja auch als Gast toll, insbesondere vor dem Hintergrund, dass er erstens A, ein guter Typ ist, ne? Geiler Vibe so mit Österreich und so, was er erzählt hat. Ja. Aber eben auch, ich glaube, perspektivisch könnte das einer werden, der wirklich nochmal auf die nächste Bühne kann in der Handball-Bundesliga. Und so ganz wollte er auch nicht, so ganz wollte er nicht raus damit. Ne? Nee, also da klopfen schon ein paar an. Und wir klopfen jetzt die Fußmatten aus. Und gehen nach Hause. Gehen nach Hause. Oh, das war ein Reim. Yes!